Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen zu Game Shortcut, zu unserem zweiten Live-Let's Play. Heute wieder im Team dabei, Goodfood und meine Wenigkeit. Ja, wir spielen heute das tolle Event Überfall auf Virian zu Flucht. Dazu muss man diverse Trophäen sammeln von würdigen Monstern, das haben wir erledigt und können jetzt eigentlich direkt in die Event-Map rein. Bist du bereit? Okay, dann legen wir los. Vielleicht kurze Information, um überhaupt rüberkommen zu können, muss man insgesamt 100 von diesen Kampftrophäen sammeln, aber die droppen eigentlich ziemlich schnell. Ja, und wir haben jetzt so einmal Q6 Map 2 durchgelaufen und haben direkt mal so, ich habe mehr als 100 bekommen tatsächlich. Gut, wie hast du auch so einen Dreh, oder? Ein bisschen weniger als 100, aber ich habe ja mit, ich glaube, 30 oder so gestartet. Ja. Und ja, hat gereicht wieder für mich. Willst du zuerst den anklicken? Ja, aber vielleicht noch ganz kurz zur Spielmodi. Ich klicke dir einfach mal an. Los geht's, ne? Was wir machen müssen? Wir müssen diesen Streiter an Seelen verteidigen. Ist ein bisschen wie Tower Defense bei Warcraft. Kennt vielleicht der ein oder andere oder StarCraft. Also wir haben zwei Wege, links und rechts, da kommen die Monster her. Und die wollen alle diesen armen Streiter Aua machen und wir müssen das verhindern. Ja, und... Bitte? Schön gesagt. Ja, danke sehr. Aua machen. Aha. Und unsere Strategie ist folgende, gut, wird die rechte Seite verteidigen, während ich die linke Seite mache und... Das war's, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Vielleicht auch noch für die, die etwas höheres Level haben. Dieses Teil Tower Defense, diesen Modus, kennt der ein oder andere vielleicht schon aus dem Zwergen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ankradash, ja, muss man das gleiche machen. Ja, hast recht. Aber wir müssen sagen, hier ist es wesentlich einfacher. Boah, wow, ja, alles gleich einfach. Ich sehe schon die ganzen Hasskommentare. Für euch einfach, für mich unmöglich. Nee, es ist wirklich so, keine Ahnung. Es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Man muss sich halt nicht so doof anstellen, dann klappt es. Ihr seht ja, also ich selber jetzt gerade spiele ohne irgendwelche Buffs oder ich habe gar keine Essenz drin. Das klappt schon. Klappt's bei dir denn? Ja, also ja. Mir kommt nichts durch. Okay. Es ist auch immer leichter, mit weniger Leuten reinzugehen, als mit einer Fünfergruppe. Finde ich irgendwie auch. Weiß nicht warum, aber ab einem gewissen Patch, ich weiß nicht, 107, 108, 109, da wurde das Gruppenspiel irgendwie schwerer dargestellt. Also mit einer größeren Gruppe hast du wesentlich mehr zu tun, als wenn du mit einer kleineren Gruppe reinrennst. Ich weiß nicht warum. Ist irgendwie doof gemacht. Ja, na, die Monster haben einfach viel mehr Leben. Und dann sitzt man länger dran. Kommst du mit den Champions klar? Ja, gerade eine erledigt. Ja, me too. Ich glaube, bei mir sind zwei durch. Bei welcher Welle sind wir denn gerade? Streiter kann auch gar nichts, er kann sich nicht mehr selber verteidigen. Angriffswelle 8 von 9, da sind gleich durch. Und der hat noch volle Lebensball. Ui, ich bin gestorben. Bist gestorben? Ich hab nicht aufgepasst. Warte, ich komm. Scheiße. So viel zu, es wäre leicht. Sollen wir das Video abbrechen und neu aufnehmen? Nee, machen wir nicht, ne? Machen wir nicht. Sowas gibt's nicht, ey. Pass auf, wir variieren jetzt mal ein bisschen. Dann nimm du mal die linke Seite. Ich schnapp mir die Champions. Okay. Da habe ich als Drachenkrieger doch ein leichtes Spiel, weil ich mich ja ständig selbst hochkrallen kann. Und da sind große Massen von Monstern noch eigentlich ein einfaches Spiel. Du
Wie findest du es eigentlich, das Kommentieren und Zocken irgendwie für dich machbar? Also ich habe da Schwierigkeiten mit. Ja, ich bin einfach gestorben. Das sagt alles. Ja, sagt alles. Es liegt auch sehr viel rum, muss man sagen. Also ich sehe hier schon wieder Kristalle der Wahrheit rumliegen und ich habe gerade was Legendäres bekommen. Boah, da sagst du was, ey, das liegt ja auch super viel. Legendäres GZ. GZ, ich habe Andermant. Und geht's eigentlich durch oder kommt noch was? Ich habe keine Ahnung, aber also, ich schau mal kurz in die Quest rein. Für Virians Zuflucht, verteidige Streiter Amseln in Virians Zuflucht beim Überfall. Jo, ist erledigt. Okay. Guck mal, haben wir gar nicht mal gemerkt, ey. Viel zu einfach. Toll. Gerade dann, wenn es spannend wird. Machen ja tot und dann, ja. Ja, gerade mal 5 Minuten. Momentan ist es so, dass immer nur einer die Quest machen kann. Das heißt, in einer Zweierparty, wie wir die jetzt haben, habe ich die Quest jetzt erledigt und Gutfried noch nicht. Das heißt, sie müsste nochmal die Quest annehmen und dann läuft das Ganze nochmal von vorne ab. In einer Fünfergruppe läuft das dann genauso ab. Das heißt, jeder kommt mal dran. Die Runden werden insgesamt länger, also man zockt halt länger. Und ob das sich auszahlt, ob es sich lohnt, in einer Fünfergruppe in diese Eventkarte reinzugehen und die zu zocken. Ich sehe der Sache ziemlich skeptisch gegenüber. Ja, hast du angenommen? Nein, aber mache ich jetzt. Okay. Okay. 1 von 9. Und alles und von 9. Let's go, 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 go. Diesmal bitte nicht sterben, ja? Ich meine, ich kann dich noch dreimal wiederbeleben. Ich versuch's. Ja. Du auch nicht. Niemals. Niemals. Okay, dann. Champion auf meiner linken Seite. Hast du jetzt auch einen Champion, zufällig? Nee, jetzt gerade nicht. Okay. Ich hatte auch, also kurz bevor ich gestorben bin, waren da 2 Champions hintereinander. Ja. Die hatte ich zum Beispiel nicht gehabt. Also meine ich nämlich nicht. Scheint wohl die rechte Seite ein bisschen schwerer zu sein als die linke. Ich glaube, das ist einfach Zufall. Zufall, kann man, meinst du? Kann man so nicht sagen, dass links schwerer ist als es oder andersrum. Später bei der Videobearbeitung könnte man natürlich jetzt diverse Analysen machen und irgendwelche Schlussfolgerungen draus ziehen, aber jetzt gerade fällt mir. Doch, ich habe jetzt ja auch tatsächlich 2 Champions auf meiner Seite. Okay, ich gerade gar nichts. Hattest du schon einen Champion gehabt? Nein. Okay. Also das etwas Schwierige, was ich gerade habe, ist ein Hirsch. Toll. Auf meiner Seite sind jetzt 2 Monster durchgekommen. Das waren jetzt normale Monster gewesen. Ich glaube, das stört den guten Streiter nicht. Hast du eigentlich herausgefunden, wer diese Meteore beschwört? Oh, ich habe jetzt einen Champion. Ich glaube, es ist der Nefertari. Okay. Ja. Gerade als du das angesprochen hast, wurde ich bedroht von einem blauen Meteor. Also, gutes Timing. Jetzt habe ich hier auch 2 Champions, nee, 3 Champions. Okay, wir tauschen die Plätze. Geh du nach links. Okay. I take this. Ich hab 3-mal KDW bekommen. 3-mal. Jesus, geil. Bei welcher Angriffswelle sind wir gerade? 9 von 9. 9 von 9. Gleich vorbei. Oh, schade. Schade. Du müsstest jetzt mal wieder. Bleib mal oben bei dem Streiter. Ich mach oben noch den letzten Champion. Okay.
Ja, was ich persönlich als Magier etwas schade finde auf der Karte, ist, dass ich hier niemanden übernehmen kann mit meiner Gedankenkontrolle. Ich habe einen Champion bei mir. Dartzahn der Dicke, wer denkt sich solche Namen aus? Ja. Wir sind Kampfsäue. Dicke, fette Schweine. Ja, egal. Hä? Ist dir aufgefallen, dass dieser Monster Baum einen Vogel auf seinem Kopf hat? Ja. Ich hab immer gedacht, der Vogel wäre so ein eigener Mob oder Monster. Versuch die mal anzuklicken, dann immer an den Baum angegriffen. Ich dachte, die spinnt. Ja, boah, es leckt hier ziemlich krass bei mir. Du hast alle Angriffswellen abgewehrt. Geschafft. Geschafft, ne? Das war's. Yippie! War jetzt nicht schwer gewesen. Also jetzt nicht gravierend schwer. Finde ich Mortis zum Beispiel anspruchsvoller oder der gute Destructor im Ankradesh oder im Stahlgrad. Im Stahlgrad. Ja. Die finde ich doch schon ein bisschen schwerer. Also das Event jetzt gerade. Keine wirkliche Herausforderung. Nervig sind ja nur diese doofen, die Eisnebenteile. Ich schau mal kurz nach. Die dummen Schriftrollen der Pünktlichkeit zu sammeln, weißt du? Wenn man die irgendwie abschaffen würde, von wegen, könnt jetzt immer in die Karte rein und dann immer den Typen verteidigen, das fände ich schon cooler. Aber egal, wir sind keine Spieledesigner. Lassen wir das Big Point regeln. Das war's von uns, ne? Ja. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Nein.